Hier ist PianChart Veranstaltungstechnik mit einem neuen Video. Wie ihr seht, interessiere ich mich für eine Drohne und zwar die DJI Spark. Da kommt morgen dann ein Unboxing zu, weil ich heute schon bei mir in der Stadt im Technikladen des Vertrauens war und mir die zurücklegen lassen habe, weil es nur eine Drohne gibt und ich sie mir noch nicht alleine kaufen kann, aber ich darf sie natürlich alleine fliegen und ja, dann muss ich noch ein paar Dinge, so gesetzliche Dinge mir dafür holen, aber das werde ich euch morgen noch alles erklären, gleich für euch, aber ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis ich sie mir holen kann, aber ich wollte mir nicht immer die Spark holen, sondern auch die Phantom 3. Genau, die ist ein bisschen größer, hat ein bisschen mehr Flugzeit. Vielleicht gibt es welche, die sich von euch dafür auch ein bisschen interessieren. Und vielleicht treffe ich mich mal mit einem Bekannten von mir, der hat eine Phantom 3. Vielleicht vergleichen wir die mal und fliegen irgendwie mal die Phantom 3 gegen die Spark. Aber das müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wird es bei mir die Phantom, die Spark. Und ja, vielleicht dauert das Video ja ein bisschen kürzer, aber dafür gibt es dann vielleicht mehr Teile oder wahrscheinlich gibt es dann Teil-Unboxing und dann ein Flug-Video, aber die werden dann alle im Abstand von einer Woche kommen und da werde ich euch dann einfach die Drohne mal ein bisschen vorstellen und so zeigen, was sie so alles kann, weil vielleicht wissen es ein paar von euch, hat die Drohne Gestensteuerung und sowas. Und ja, das werde ich euch dann einfach in den nächsten 2-3 Videos vorstellen. Und ja, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder so zu Drohnen, ich kenne mich natürlich nicht ganz damit aus, aber könnt ihr gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, könnt ihr das gerne auch machen, mich zu abonnieren oder uns zu abonnieren. Und ja, diese Woche werden viele Videos gedreht, weil wir auch noch einen Gig haben. Aber mal schauen, welches zuerst kommt. Vielleicht zuerst das Gig-Video oder zuerst das Drohnen-Video oder 2 Videos zusammen. Ja, genau. Das war's eigentlich von mir heute. Aber morgen geht's dann natürlich weiter, wenn ich die Drohne gekauft habe. Ich werde euch nicht mit ins Geschäft nehmen können, weil ich da einfach keine Drehgenehmigung habe und keinen Bock habe, da dann unter der Hand zu filmen. Und ja, deswegen werde ich euch, oder werden wir uns gleich erst wiedersehen, wenn ich die Drohne gekauft habe. Und dann bis gleich. So Leute, ich war im Saturn und habe mir die DJI Spark in der Spark und Control Version geholt. Also, dass man die Spark mit einem Akku und der Fernsteuerung hat. Ich habe von der Fly and More Combo abgesehen, weil ich die, ja, eigentlich wollte ich sie mir kaufen, aber dann wäre ich blank gewesen und da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Und ja, jetzt habe ich sie mir gekauft und jetzt packen wir sie gleich aus. Und ja, so Leute, ich war in Saturn, habe mir die Spark geholt. Jetzt drehe ich das Unboxing, da kann ich euch vielleicht einfach ein paar Dinge raus einfügen. Und ja, ich bin so gehypt, wie das Ding fliegt und so. Und habe schon alles bereit und ich würde sagen, jetzt drehe ich mal ein bisschen weiter und dann sehen wir uns, wenn ich fertig bin. Gut, Handy und Speicherkarte und sowas habe ich alles schon hier liegen. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal einen Karton an. Hier sieht man eben, wo ich sie gekauft habe und ab wann man sie fliegen darf und ein paar Informationen. Habe ich natürlich alles schon auf meinem Handy. Und dann sieht man hier nochmal die Spark und in welcher Farbe sie ist, dass sie von DJI ist und dann, ja, dann war es das. Und dann
ist hier der Controller. Da sieht man auch, was das ist, wofür es ist. Ein paar Links und nochmal ein Bild. Ich will von Anfang an mal sagen, es ist nichts gesponsert von DJI, habe ich mir alles selber geholt. Und das Video wird jetzt sehr ähnlich wie von Review Rabbit oder Reveal Rabbit. Da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von ihm und ja. Ich packe das jetzt aus und dann schauen wir uns das gleich mal an. Okay, ich habe das mal alles aufgereiht und so und ja. Jetzt zeige ich euch mal vom langweiligsten bis zum spannendsten der Drohne. Die tue ich mal beiseite und dann fangen wir mal an, was so dabei war. Wir haben einmal hier dieses wunderschöne Ladegerät. Das ist einfach ein Netzteil, da steht DJI drauf. Und dann ein ganz normales Ladekabel, wie auch bei den älteren Android-Modellen von Samsung und so. Dann Anleitungen hier. Ich weiß nicht, ob ich sie mir durchlese oder nicht. Dann eine Erklärung, was DJI Care ist. Das ist einfach eine Beilage, eine Zusatzversicherung, wo man einfach besser abgesichert ist. Und ja, dann noch ein paar Infos zum Akku und die übliche Kurzanleitung. Dann haben wir hier einmal die Fernsteuerung. Derjenige, der die Mavic Air kennt, dem fällt hier schon ein bisschen was auf. Aber ich würde sagen, sie ist gut verarbeitet und man braucht dieses Display nicht wirklich, ne? Hier zwei Antennen. Dann Homecoming-Funktion, An-Aus-Knopf, Schalter zum Sportmodus zu wechseln, Pausiertaste, irgendeine Funktionstaste und die Joysticks. Dann haben wir auf der Rückseite dieses Gimbalrad, die Aufnahmetaste, Fototaste und eine ISO-Taste. Hier unten haben wir dann einmal die Klammern. Ich weiß gar nicht, erkennt ihr das? Ja. Bisschen. Genau, hier haben wir dann die Ladeschleuse, Lautsprecher und die Halterung fürs Handy. Da kommen wir dann gleich zu oder in einem anderen Teil. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann mache. Aber jetzt kommen wir zu dem Gerät, auf das alle gewartet haben. Und zwar die DJI Spark. Ja, geliefert in einem Styroporkasten, auch gut verarbeitet, steht DJI drauf. Ein bisschen schwer aufzubekommen und es stinkt auf jeden Fall, aber das ist ja egal. Dann haben wir im Case die Drohne, Platz für zwei Lipo-Akkus mit 1480 mAh. Oder? Ja. Und dann packe ich mal das Case weg und dann kommen wir schon zur Drohne. Achso, hier auf der Kiste und auf der auf dem Controller sind so QR-Codes mit WLAN-Passwort, weil man sich ja verbinden muss per WLAN. Wenn man nur die Drohne mit dem Handy steuern möchte, muss man diesen Code verwenden. Achso, ich habe das Licht gar nicht an. Sorry, wenn es dann ein bisschen dunkel war. Und wenn man die Fernsteuerung benutzt, diesen QR-Code hier. Okay,
Ja, ein paar technische Daten zu der Spark ist eine kleine kompakte Drohne mit einer 12-Megapixel-Kamera und zwei Achsen-Gimbal. Die Kamera kann in 1080p 30 fps aufnehmen, also Full HD mit 30 Bildern die Sekunde. Die Drohne oder der Gimbal schützt die Drohne nicht, wenn man sie um die eigene Achse dreht, sondern nur, wenn man nach vorne fliegt und so seitlich. Genau. Dann haben wir hier unten vier Noppen, vorne die 3D-Kameras und für die Gestensteuerung die Erkennung. Hier dann eben der Gimbal mit Kamera. Hier unten haben wir eine Kamera zur Höhenerkennung und zwei Infrarotsensoren. Hier ist dann eben der LiPo-Akku drin und hier hinten, genau, hier hinten haben wir dann das Fach für die Micro-SD-Karte und der Anschluss, um Updates für die Drohne draufzuladen und den Akku aufzuladen. Das müssen wir, glaube ich, auch hier über die Drohne machen, da wir ja nur dieses Kabel beiliegen haben. Dann ist hier noch eine Anleitung, wie man den Akku benutzt und so und wie man ihn anmacht. Genau. Gekauft habe ich sie in der Farbe Alpin Weiß und hier unten sind dann auch noch Lampen, damit man die Drohne am Himmel auch erkennt. Dann sind überall noch so Kleber drauf, aber die lasse ich auch erstmal drauf, weil ich keine Lust habe, dass die Sensoren alle klebrig werden oder voll mit Fett werden. Und dann hole ich jetzt mal mein Handy und dann starten wir das mit der Kamera. Oh, sorry, jetzt ist es der. Ah, so ist es besser. Sorry, wenn es unscharf, wenn es blöd war vom Licht her, aber da kommen wir jetzt. Ja, genau. Hier haben wir Handy, Micro-SD-Karte und den Controller. Und wie wir gerade eben, glaube ich, schon gesehen haben, hat der noch drei, vier Balken, obwohl der vierte auch weggeht. Okay, die Drohne packe ich doch noch mal kurz weg und dann fangen wir das Handy. Ja. Was ist das? Nein. Ja. Okay, es passt so halbwegs rein. Ich mache mal Pause und dann sehen wir uns gleich, wenn ich es geschafft. Okay, es ist alles ein bisschen komplizierter. Ich muss erst den Akku entsperren und dann kann ich erst verbinden. Nur, das muss ich jetzt noch schauen, wie ich den Akku ankriege. Wahrscheinlich muss ich den aufladen. Oder ich schaue mir einfach mal auf YouTube ein Video dazu an. Weil ich habe es gestern zwar gesehen, aber vergessen, wie ich das mache. Ja, auch ich kenne mich nicht so gut damit aus. Ist eben meine erste Drohne. Und das schaue ich jetzt mal nach. Bis gleich. So, wie ihr seht, habe ich mich auf YouTube ein bisschen schlau gemacht, wie ich die Batterien sperre. Dafür muss ich die mit Strom versorgen und ich habe schon die Micro-SD-Karte eingelegt. Dafür nehme ich einfach das beigelegte Ladekabel, das natürlich auch nochmal extra schön eingeschweißt ist. Gut, dass man immer ein Messer hat, wenn man was unboxt.
So, dann haben wir das auch fertig und dann stecken wir es an. Und wie wir sehen und gehört haben, ist der Akku jetzt auch aktiviert und lädt. Ich will aber einmal schauen, ob der schon voll genug ist, dass wir die Spark einmal hochfahren. Nein, ist er nicht. Da müssen wir dann noch weiterladen. Und deswegen lasse ich die jetzt einfach dann mal am Strom und sehen, dass er lädt. Gut, dann widmen wir uns jetzt der Gesamtverbindung zwischen Controller und Spark, aber da muss ich mich nochmal schlau machen und schaue deswegen auf YouTube das Video weiter und ihr habt nochmal eine Sekunde Pause. Wie ihr seht, ist die Spark jetzt auch die verbunden. Okay. Hier hinten vielleicht mal das Teil zu machen. Genau. Jetzt verbinde ich mal die Drohne und die Fernbedienung, aber dafür muss ich doch leider nochmal in die auf YouTube gehen. Und hier seht ihr auch nochmal schön den Gimbal. Wie er arbeitet und dann schaue ich mir noch mal das Video von gerade eben an, wie ich das jetzt verbinden muss, weil das weiß ich immer noch nicht und deswegen mache ich hier noch mal Pause. Okay, ich habe jetzt nice eigentlich mich mit dem WLAN verbunden, aber anscheinend kriege ich kein Netz. Versuche ich das einfach nochmal. Ob das klappt. Ansonsten. Muss ich das doch nochmal. Ah, habe ich jetzt Netz? Nein. Okay, ich forsche doch nochmal nach und dann sehen wir uns gleich. So, ich habe jetzt nochmal auf YouTube ein bisschen weiter geguckt und dann gehen wir in die DJI Go App und schauen, ob sich das schon automatisch verbunden hat oder erkannt hat. Wenn man das Paket wie ich habe, muss man den Code nehmen, der da unten drauf steht und nicht der hier. Da muss ich mal rangehen, ist mein Kunde. Okay, wie ihr hier seht, habe ich die Drohne aktiviert und ich habe nicht genug Batterie, glaube ich. Aber ich kann die Kamera schon neigen und dann genau hier bin ich und hier ist der Controller und das kann ich eben mit einem Regler gut regeln.
nehme ich gerade auf. Oh. Ich nehme gerade auf. Aber das, ja. Die Spark ist leer und ich muss den Kompass übrigens noch kalibrieren. Aber das seht ihr gleich, wenn die Spark wieder voll ist. Aber wenigstens habe ich sie jetzt verbunden. Und ja, den Rest schauen wir uns dann gleich an. So, Leute. Ich habe die Spark jetzt kalibriert und sie ist aufgeladen. Ich würde sagen, wir gehen raus und lassen sie mal fliegen.